Warum ist denn das so schlimm, wenn ich einen Rollstuhl nehme? Auch wenn der Unfall erstmal immer scheiße ist, das Leben danach muss jetzt nicht deswegen schlecht sein. Und wenn ich sage, nee, lass mal, dann hat das auch einen Grund. Eure Mission ist Destroy Stereotypes. Und das finde ich total klasse. Ihr seid Extremsportler und fahrt auf Weltmeisterniveau Wheelchair-Skaten. Wenn jetzt der ein oder andere so ein Fragezeichen hat, was ist Wheelchair-Skaten, dann gucken wir uns jetzt mal kurz was an, dann weiß jeder Bescheid. Sag mal, wie viele Stunden am Tag verbringt ihr beim Wheelchair-Skaten? Ja, also man kann das gar nicht am Tag jetzt sagen, weil leider ist es so, dass man jetzt nicht immer die Zeit hat. Also ich würde, glaube ich, gerne noch mehr Zeit investieren, aber ich gehe dann auch arbeiten und dann machen wir ja mittlerweile auch viele Veranstaltungen. Dann war es in den letzten Jahren oft so, dass wir eigentlich so das versucht haben zu verbinden. Also wenn wir jetzt irgendwo für eine Veranstaltung hinfahren, dann versuchen wir zum Beispiel auf dem Weg noch ein paar coole Skateparks zu finden oder eben da vor Ort noch vielleicht, wenn der Skatepark da vielleicht ganz cool ist, noch einen Tag länger zu bleiben oder so. Was sehen wir denn da? Oder habt ihr mal ein altes Bild rausgekommen? Das war unsere erste Reise. 2014 war das. Genau, also da waren wir ganz frisch in Pärchen und sind in die USA gereist, um da an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Da ist der Sport ja auch viel bekannter als hier. Der ist auch ursprünglich aus den USA, oder? Vermutlich. Also man kann nicht so ganz feststellen, ob jetzt irgendwie vor YouTube-Zeiten, wie viele Rollstuhlfahrer da schon mal durch den Skatepark gefahren sind. Weil tatsächlich, ein Skatepark ist halt zum Rollen gemacht und da bietet sich das für den einen oder anderen halt einfach auch an. Aber bekannt gemacht hat ihn Aaron Fotheringham aus Las Vegas. Und daher könnte man jetzt sagen, so wie der Sport heute existiert, kommt er von daher. Ich finde es total krass, weil ihr einfach beide auch so unglaublich gut darin seid. Also ihr macht das ja nicht zum Hobby. Du hast vorhin gesagt, ja, wir würden gerne mehr Zeit damit verbringen. Aber es ist krass, so, du bist 2014, David, bist du Weltmeister geworden. 2018 und 2019 deutscher Meister. Und Lisa, du bist 2018 auch deutsche Meisterin geworden. Also ihr sitzt hier so, ja, geh mal ein bisschen skaten zwischendurch, ja. Ist tatsächlich so, dass es sehr schwankend ist von den Teilnehmerzahlen noch. Und zum Beispiel die deutschen Meisterschaften gibt es jetzt erst seit 2018. Ich glaube. Ja. Mhm. Es war halt so, wir haben halt sehr viel Aufbauarbeit tatsächlich auch betrieben. Also vor 12 Jahren, als ich meinen Unfall hatte und als ich dann auch angefangen habe, irgendwie den Rollstuhl, den Skatepark mit dem Rollstuhl zu entdecken, war es halt so, dass gerade mal so 5, 6 Leute international irgendwie so über YouTube und Facebook connected waren. Und seitdem ist jetzt halt viel passiert. David, du hast das jetzt vorhin selber angesprochen mit deinem Unfall. Sonst würde ich das jetzt auch nicht ansprechen. Aber du bist seit deinem 21. Lebensjahr durch einen Unfall querschnittsgelähmt. Was ist denn damals genau passiert? Also wir hatten halt eine Party vom Kumpel, Geburtstag gefeiert, irgendwie in unserem Proberaum. Also ich habe auch eine Musikvergangenheit, aber das hätte für eine Karriere nicht gereicht. Vorsichtig ausgedrückt. Sehr vorsichtig. Und wir haben halt gefeiert und natürlich auch ein paar Bierchen getrunken und vielleicht auch ein paar Schnäpschen. Mhm. Und das Treppengeländer von dem Proberaum runter hat immer sehr verlockend gewirkt, um da runter zu rutschen. Also einfach so jetzt ohne Skateboard, sondern auf dem Arsch halt. Und das hat an dem Tag nicht so gut geklappt. Das heißt, ich bin da runtergefallen, habe mir den Rücken gebrochen und bin dann ins Krankenhaus gekommen und hatte halt einen gebrochenen Rücken, der eben die Querschnittlähmung verursacht hat. Ne? Also in dem ersten Moment ist das natürlich der totale Schock und du weißt absolut nicht, was los ist. Und ich lag im Krankenhaus. Die Ärzte haben mir irgendwas gesagt von, du bist jetzt querschnittgelähmt. Und das war natürlich so, bam. Scheiße, jetzt brauchst du Hilfe, jetzt bist du irgendwie nicht mehr du selbst, kannst nicht mehr machen, was du gemacht hast. Also diese ganzen Stereotype, die wir heute halt eigentlich versuchen zu zerstören, die hatte ich erstmal auch selber.
und wusste es halt einfach nicht besser. Und das hat mir halt Angst gemacht. Und deswegen finde ich es halt auch heute wichtig, dass man eben einer breiten Masse eben zeigt, dass das gar nicht so schlimm sein muss, weil auch wenn der Unfall erstmal immer scheiße ist, das Leben danach muss jetzt nicht deswegen schlecht sein. Und das, glaube ich, ist, das hilft, wenn du eben weißt, dass da noch eine Menge kommen kann, eine Menge Positives auch kommen kann. Sina, super schön. Was hat dir denn in der Zeit am meisten geholfen? Also ich finde, du sprichst ja jetzt sehr reflektiert darüber und sagst, ja, man darf sich davon nicht runterziehen lassen, aber gab es etwas, was dich total irgendwie, also positiv gestimmt hat? Ja, also die ersten Tage und Wochen, da war es tatsächlich so, dass ich einfach auch meiner Familie und meinen Freunden sehr dankbar sein muss, dass die mich da so abgeholt haben. Es ist nicht so, dass ich sofort so positiv war, das geht gar nicht. Und, nee. Es war aber so, dass ich sehr viel, wenn ich für mich alleine war, also wenn ich wirklich die Zeit für mich alleine hatte im Krankenhaus, dann habe ich ins Kissen geheult und war natürlich sehr besorgt irgendwie und auch wusste einfach nicht, wie es weitergeht oder was überhaupt passiert. Aber wenn die Leute mich abgelenkt haben, dann war ich irgendwie ich selbst und so wie immer. Und man hatte so ein bisschen das Gefühl, ja, ich liege halt im Krankenhaus, weil ich mir was gebrochen habe. Also wie als ob ich mir ein Bein gebrochen hätte und in 2-3 Wochen ist wieder alles gut und das geht wieder. Aber man wusste ja trotzdem, dass es so nicht sein wird mit der Diagnose. Und deswegen war es aber auch immer so ein Auf und Ab. Die Leute, die mich gesehen haben, dachten so, oh, wie gut du damit umgehst und total stark. Und sobald die aber weg waren, war man eben nicht stark. Und, aber wie es ja oft so ist, man will es dann auch irgendwie verstecken. Und gerade so die Familie will man damit nicht irgendwie schocken, wie schlecht es dir eigentlich auch gerade geht. Deswegen rede ich heute aber auch relativ offen darüber, weil das eben auch wichtig ist. Also meine Mutter und meine Oma hatten, glaube ich, noch viel länger dran zu knabbern als ich. Und das ist oft so, dass eben Familie und Freunde da eben emotional auch gar nicht abgeholt werden. Während ich in der Reha war, Unterstützung bekommen habe, gelernt habe, mit dem Rollstuhl umzugehen, von anderen Menschen eben auch Erfahrungen tanken konnte, waren die zu Hause und dachten sich die ganze Zeit, oh, der arme Junge, und haben halt diesen Support nicht gehabt. Was ich mich gerade die ganze Zeit frage und womit ich auch selbst ganz oft struggle, was wünscht ihr euch denn, wie die Leute mit euch umgehen oder wie man euch begegnet? Ich fange mal damit an, was gar nicht geht. Wenn ich irgendwo rein möchte und kriege die Frage, hier soll ich dir helfen, hier Tür aufhalten oder so. Ich sage, nee, geht schon. Und sie es dann doch machen. Ah. Das gibt es so oft. Mhm. Und gerade auch während Corona, wo ich mir denke, so, ja, bleibt mir vom Leib. Ja. Aber dabei dann irgendwie noch im Weg stehen, weil man halt in der Tür steht. Also ja. Das ist nämlich wie typisch so nett gemeint, ist nicht unbedingt, oder gut gemeint, ist nicht gut gemacht. Schlimmbessert. Wenn ich jetzt jemand die Tür aufhalte, also ich als Rollstuhlfahrer auch, dann reagieren die Leute ja auch erstmal so, ja, genau, wenn es geh du mal, ne? Geh du mal. Ah. So, nee, ich hab die Tür gerade. Ich kann auch mal die Tür aufhalten. Nee, aber tatsächlich ist das, also ich bin ja vor 7 Jahren mittlerweile mich für den Rollstuhl entschieden habe, es war bei mir eine Entscheidung, bin ich mit Krücken gelaufen. Und da war es tatsächlich so, wenn ich so eine Tür, die halt, wo man so gegendrücken muss, wenn mir da jemand von vorne die aufgemacht hat, bin ich ja nach vorne gefallen. Ja. Das heißt, da ist es dann wirklich echt kontraproduktiv. Wenn ich sage, nee, lass mal, dann hat das auch einen Grund. Mhm. Warum hast du dich damals aktiv für den Rollstuhl entschieden? Also vielleicht für die anderen, du hast Spina Bifida. Ja. Genau. Willst du das einmal vielleicht kurz erklären? Ja, das ist einfach quasi ein angeborener Querschnitt. Also das ist während der Schwangerschaft schließt sich eben das Neuralrohr nicht. Und da treten dann eben entsprechend oben unten irgendwo die Nerven aus. Und das kann halt eben von sehr leichten Behinderungen bis eben auch höhere Querschnittlähmungen dazu führen. Das heißt, du könntest jetzt auch auf Krücken laufen, aber hast dich dann aktiv für den Rollstuhl entschieden. Und warum? Ja, also ich bin tatsächlich, bis ich 14 war, bin ich ohne Krücken gelaufen. Nicht sonderlich effektiv und also so mit ein bisschen Rumeiern und so. Aber es hat mich halt von A nach B gebracht. Und war auch immer sehr stur. Also wenn wir irgendwie auf einer Klassenfahrt waren und dann ging es irgendwie auf einen Leuchtturm, Kirchturm oder irgendwo unten in den Keller oder so. Und dann hieß so, ja, vielleicht wartest du mal draußen. Da habe ich gesagt, nein, das mache ich aber hier mit links. Und waren alle begeistert, wie
wie hartnäckig ich doch bin und so. Und das zog sich so ein bisschen durch, bis ich gemerkt habe, das ist überhaupt nicht gut und hartnäckig, das ist einfach bescheuert, dass du dir so viel abverlangst. Ich hatte immer was in der Hand. Also alleine einkaufen zu gehen, ist total doof, wenn du keine Hand frei hast. Weil was machst du denn dann? Ne? Dann hatte ich hier eine Tasche und musste dann immer gucken, dass das dann da irgendwie reinpasst und dann nicht runterrutscht. Und wenn ich, keine Ahnung, an der Kasse war und gemerkt habe, ich habe ganz hinten was vergessen, dann habe ich es halt da gelassen, weil den ganzen Weg jetzt mal zurücklaufen wäre halt irgendwie zu anstrengend gewesen. Ich bin für jeden Pups mit dem Auto gefahren später, als ich einen Führerschein hatte. Das sind halt alles Sachen, die ich jetzt mit dem Rollstuhl easy peasy, ohne drüber nachzudenken, machen kann. Also das war, ich war immer unterwegs und habe irgendwie mich davon jetzt nicht irgendwie einschränken lassen oder so, dachte ich. Und habe dann aber mit dem Rollstuhl, vor dem ich mich ja mein Leben lang gewehrt habe, bis ich 26 war, mit dem habe ich auf einmal gemerkt, was ich alles verpasse. Also alleine, wenn du eine Stadt zu Fuß oder eben mit dem Rollstuhl entdeckst, das ist was ganz anderes, als wenn du dich irgendwie in London in Bus setzt und von da nach da gefahren wirst, als wenn du dann wirklich vor Ort sein kannst und dir nicht bei jedem Schritt überlegen musst, ist es das jetzt wert? Und das war es halt vorher, weil jeder Schritt war anstrengend. Auf jeden Fall in dieser Reha wollte ich eben dann, war ein neuer Anschub, eben diese Krücken abzutrainieren. Vor Ort wurden mir halt von den Physiotherapeuten halt zum x-ten Mal noch mal nahegelegt, ja, vielleicht wäre so ein Rollstuhl was, so für längere Strecken. Das wird einem halt oft eben bei Spielen für nahegelegt, so für längere Strecken und so. Ist schon so ein geflügeltes Wort und was ich im Nachhinein auch ein bisschen kritisch sehe, weil warum denn nur für längere Strecken? So, weil das hat halt, das bringt halt wieder so dieses Gefühl von, na, wenn es irgendwie zu vermeiden ist, dann lauf, aber bei langen Strecken kannst du ruhig schon mal den Rollstuhl nehmen. Und das hat so dieses, das schwingt wieder dieses Negative bei. So, warum ist denn das so schlimm, wenn ich einen Rollstuhl nehme? Dann wird man ja faul. Das ist auch immer so ein klassischer Satz, was totaler Blödsinn ist, weil du kannst dich ja mit dem Rollstuhl ja auch sportlich bewegen, sogar viel mehr, als wenn du dich so gerade mal mit Ach und Krach auf den Beinen hältst. Und die Leute, die das dann, kannst du ja demnächst mal mit zu den Rampen nehmen. Genau, hier. Alles faule Leute. Ja. Alles. Und auf jeden Fall habe ich mich dann, das war wirklich so, ich war 3 Wochen da und die erste Woche habe ich noch die anderen abschätzig angeguckt, die dann ab und zu mal im Rollstuhl saßen und ab und zu gelaufen sind, so von wegen, ja, muss das denn sein? Die können doch laufen. Und in der nächsten Woche, ja, vielleicht probiere ich den doch mal aus. Und hab da tatsächlich, das war auch in der Nähe von Hamburg, bin ich in einem Supermarkt gewesen, habe mich quasi in diesen Überwachungskameras gesehen und habe dann mit den Krücken an einem Tag gesehen, Alter, so sieht das aus, wenn du läufst. Ach, du Scheiße. Und, oder auch, wenn man irgendwie im Klamottenladen so an den Spiegel vorbeiläuft, dann irgendwie so meine Position war, dachte ich mir, ach du Scheiße, also wenn das so aussieht, weil das nimmst du ja nicht wahr. So, ja. Ne? Weil du denkst, du läufst gerade, in echt läuft man so. Und dann bin ich ein paar Tage später in dem gleichen Supermarkt gewesen mit dem Leihrollstuhl und dachte mir so, boah, krass, das ist ja wie so ein Gleiten, das ist ja voll elegant. Und voll schön. Geil. Voll schön. Also ich habe mich zum ersten Mal in einem, also ich saß ja vorher ab und zu im Rollstuhl, wenn ich irgendwie eine Fuß-OP hatte oder so, aber ich, und da hat es mir ja auch Spaß gemacht, ne? Also auf diesen langen Krankenhausfluren rollt sich das echt super, alles ist barrierefrei, Aufzüge, alles supi, aber in dem Moment habe ich mich zum ersten Mal im Rollstuhl eben als also das positiv wahrgenommen, also nicht als, boah, das macht mich das jetzt irgendwie fett oder hier sieht das irgendwie scheiße aus oder so, sondern ich habe gesehen, nee, das kann sogar besser aussehen. Und es geht darum, was du draus machst. So. Ja. Vielen, vielen Dank. Danke. Ihr Lieben, apropos Rampen, es ist da hinten nicht umsonst was aufgebaut. Wir wollen jetzt natürlich gerne auch mal was sehen, ein bisschen Action. Also bitteschön. Ja, dann muss ich erst mal hier mein Gurt anlegen, safety first und so. Darf ich noch was fragen? Ja, klar. Sind das besondere Rollstühle dann? Oder ist das, habt ihr verschiedene jetzt für den Sport schon? Ja. Also das sind schon, also ich habe jetzt heute meinen Skate-Rollstuhl hier auf jeden Fall. Ich habe meinen Alltagsrollstuhl. Ja. Genau, also der ist schon dafür gedacht. Also der hat eine Federung und hat hier unten noch so ein paar Stangen, womit man halt auch grinden kann. Ja.
Also der ist wirklich dafür gebaut. Ja, das gut, ist aber schön, jetzt zeige ich mal was. Ich Kopfbedeckung wechseln, weil auch das safety first. Aber Partner, danke beiden. Hallo, das sehe ich sofort. Das sehe ich doch sofort. Schwierigste. Also was erfordert am meisten Kraft? Kraft ist das eine, ist vor allen Dingen aber auch die Ausdauer. ja, das ist natürlich das Hochfahren der Rampen ist natürlich das, was sehr viel Power auch klaut. Weil zum Beispiel, wenn man jetzt, wie man jetzt gesehen hat, ich fahre halt oben rein und ich brauche noch ein bisschen Luft. Ich fahre halt oben rein und kriege halt den Schwung, den ich brauche, irgendwie um einen Trick zu machen. An der nächsten Rampe habe ich aber schon sehr viel Schwung verloren. Mhm. Ein Skateboarder, der kann halt in die Knie gehen, um das so ein bisschen noch rauszupushen aus der Rampe. Ein BMXer kann das auch oder tritt noch mal kurz in die Pedale. Ich kann das halt nicht. Ich muss immer relativ gut planen, wenn ich was machen will. Okay, hier starte ich, hier habe ich einen Speed und muss das dann irgendwie versuchen zu machen und eventuell halt auch noch mal hochfahren. Das heißt, man fährt sehr viel wieder irgendwo hoch. Ja. Und das kann dann schon sehr anstrengend werden. Sieht auf jeden Fall alles super nice aus. Vielen, vielen Dank. Danke, dass ihr heute da seid. Und wir haben eine ganz tolle Einstellung zu dem Ganzen. Dankeschön. Cool, dass du am Start warst. Falls du noch nicht genug hast, dann abonnier doch mal den ARD Mediatheks-Channel. Und ansonsten gibt es natürlich die ganze Folge auch in der Mediathek zu sehen. Danke und ciao.